Jo, hallihallo, weiter geht's mit Domination. So, Material haben wir nicht so wirklich auf Tasche, aber das ist auch halb so wild. Wir wurden auf jeden Fall nochmal angegriffen. Das seht ihr hier auch immer oben an den Punkten. Ich auf jeden Fall gut abgekackt in letzter Zeit. Ich war schon bei 320 oder so. Hab jetzt nur 247, weil ich relativ oft verloren habe im Kampf. Aber so ist es eben im Spiel. Mal hat man Glück und mal hat man eben Pech. So, dann würde ich sagen, werden wir erstmal unsere Obstbäume absammeln. Und dadurch natürlich wieder ein bisschen Nahrung dazu bekommen. Wie gesagt, wir haben jetzt 5 Stunden und 12 Minuten noch hier so eine Friedensflagge, sag ich mal. Warte mal, wir zeigen euch einfach mal. Gehen wir mal hier ruf. Hier so ein Friedensvertrag. Haben wir noch eine Weile. Das passiert ja immer, wenn er halt angegriffen werdet, verliert, dann haben wir auf jeden Fall immer eine Weile Luft, dass uns keiner angreifen kann. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so kann man sich auch nur regenerieren und natürlich auch wieder Materialien sammeln. So, dann jagen wir hier erstmal ein paar Rehe, um natürlich weiterhin Nahrung zu bekommen. So, dann haben wir hier fast 80.000 auf Tasche, können damit natürlich ein bisschen was anfangen. Aber da müssen wir erstmal gucken, was wir hier ausbauen können. Da können wir auf jeden Fall den Markt hier ausbauen für 40.000. Könnte man natürlich nochmal weiter gucken, was wir noch ausbauen können. Ah, die Schmiede ist auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, wenn wir die Schmiede ausbauen. Hier haben wir natürlich ein paar Nachrichten. Könnten wir auch mal gucken, der hat uns angegriffen, hat uns auf jeden Fall gut Material abgezogen. Der genau. Also von daher, bittere Aktion ist nicht so doll. Hier haben wir natürlich gewonnen im letzten Kampf, relativ okay. Aber das Gelbe vom Ei war bisher noch nicht. Ich würde sagen, wir greifen trotzdem einfach nochmal an. Hier haben wir nochmal ein paar Nachrichten. Sende mir Truppen. Können wir Truppen spenden? Natürlich. Mein Stadtzentrum-Upgrade gerade zur Antike. Sehr schön. Schade, Pascal, woher kommst du? Pascal, woher kommst du? Hat die Allianz verlassen. Pascal ist raus. Okay, kein Bock mehr. Rasierwasser ist auch raus. Ja, 24.000 Chinesen sucht ihr aus. Hast ja die Kohle. Ging ja schnell. Wem haben sie gut geschrieben? Hier, Pascal ist beigetreten und gleich wieder abgehauen. Gut, muss er selber wissen. Wenn er es so will, dann ist es halt so. Mir eigentlich egal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass hier viele von euch am Start sind. So, dann können wir hier noch eine Farm bauen. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal hier eine Karawane hinzimmern. Zack. Ach so, wie gesagt, ich bin ja jetzt in der Antike. Mein Stadtzentrum ist auf Antike. Nur mal so zur Info, wer im letzten Let's Play nicht verfolgt hat. So, dann können wir hier noch eine Farm hinhauen. Die hauen wir gleich mal hier hin. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal unsere Goldminen hier abbauen. Gucken, was wir da an Materialien bekommen. Dann wird hier die Karawane hingezimmert. Von daher alles super, alles schick. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal einen Kampf, suchen uns einen Gegner. Klar, wir haben relativ wenig Punkte jetzt am Start. Kotzt mich relativ doll an. Aber gucken, ob wir jetzt mal wieder ein bisschen was reißen können. Ich bin gespannt. Ah, das sieht erstmal gut aus mit dem Katapult. Dann werden wir erstmal hier die paar Hansels hinhauen. Ja, dann können sie erstmal darauf. Komm, 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 macht Alarm. So, das Ding ist zerstört. Jetzt müssten sie eigentlich gleich mal da machen. Weitermachen die Knüppel, aber haben sie gerade nicht so wirklich Bock drauf? Mann, komm, macht den Turm in Arsch. Ey, ihr seid so eine Bauern, Alter. Jetzt legen sie los. Sehr schön. So, der Turm ist auch im Arsch. So muss es laufen. Ja, sieht auf jeden Fall ja nicht so verkehrt aus für uns. Die machen auf jeden Fall gut Ballett, unsere Agenten. Von daher brauchen wir uns erstmal keine Platte machen. Da greift auch noch einer an. Das ist auch gleich zerstört. Bei 27% sind wir schon. Ist auf jeden Fall bombastisch. So, dann könnten wir auf jeden Fall nochmal angreifen. Wo haben wir hier noch einen Turm? Würde ich mal gerne wissen wollen. Komm, macht das Stadtzentrum in Eimer. Los, 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 los. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir wieder einen Diamanten dazu bekommen. Jetzt würde ich sagen, sollen sie erstmal hier angreifen. Was war denn das für ein Pfeil?
ist der nicht so leise? Wir hören ja nichts. Verstehe ich zwar nicht, warum das so ist, aber es ist halt so, können wir nicht ändern. So, auf jeden Fall sammeln wir Jutmaterialien ein, von daher läuft es relativ gut für uns. Klar, ich glaube nicht, dass wir alles schaffen werden, weil wir haben nur noch eine Minute und 10 Sekunden und das Ding ist, so viele Truppenmitglieder haben wir auch nicht mehr am Start. Wir haben natürlich auch keine rekrutiert, die uns helfen, sonst würde es auf jeden Fall auch ein bisschen besser aussehen. Aber die 50% haben wir schon zerstört, von daher ist alles super soweit. Kommt. Ja, jetzt zerstören sie das Teil schön, das läuft. Auf jeden Fall sieht es relativ gut aus für uns. Auf jeden Fall überleben ein paar Truppen von uns. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. So, dann können sie auf jeden Fall hier erstmal alle Alarm schlagen. Jo, jetzt sind es nämlich nur noch 13 Sekunden, von daher ist jetzt gleich Feierabend. Die 100% schaffen wir leider nicht, das nervt mich ein bisschen. Aber ist halt so, können wir halt nicht ändern. Hauptsache, wir holen uns hier noch Materialien, von daher sieht es relativ gut für uns aus. Die Zeit ist um. So, sehr schön, dann können wir nach Hause zwischen. Haben natürlich eine Menge Leute verloren, aber deshalb so schlimm. Wir können ja einfach mal ganz lässig hier wieder auf unsere Kaserne gehen. Gehen auf Ausbilden und bilden natürlich erstmal wieder ein paar Typen aus. So, machen wir da ein Minus und dann können wir hier noch ein paar ausbilden. So, dann schließen wir das erstmal wieder. So, Materialien haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen gesammelt. Jetzt können wir natürlich mal gucken, was wir hier noch so ausbauen können. Was würde das kosten? 8 Stunden 50.000. 8 Stunden würde hinhauen. Wie lange dauert das? 6 Stunden, okay. Was kostet das? 120? Nö, das ist mir zu hastig. 30.000. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal, was bauen wir aus? Hier, die 150 wären natürlich auch Bombe. Nur das Ding ist, wir können ja jetzt wieder angegriffen werden. Von daher würde ich sagen, werden wir erstmal hier ein bisschen was auf den Kopf kloppen. Ein paar Materialien ist natürlich immer am sinnvollsten. Hauen wir das hier ruf? Ich weiß es noch nicht. 40.000. Dann würde ich sagen, bauen wir unsere Mühle aus. Oder können wir einen Turm mal ausbauen? Nee, können wir nicht. Eine Garnison könnten wir ausbauen. Wo ist die andere Garnison? Ich gehe erstmal nochmal in den Shop und guck, was wir hier noch so bauen können. Ob wir hier vielleicht nochmal bei haben. Eine Garnison, eine Stunde, eine Sperrfalle, ja, okay. Hinterhaltfalle könnten wir natürlich auch bauen. Könnten wir nochmal auf Armee. Hier könnten wir noch eine nächste Kaserne bauen. 15 Minuten, kostet 200. Dann würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall. Hier kommt erstmal eine neue Kaserne hin. 15 Minuten dauert es. Von daher können wir das auf jeden Fall ab. Ich würde sagen, wir nochmal gucken. Kriegsakademie dauert 2 Stunden. Die würde ich sagen, bauen wir auch gleich mal. 40.000, jo. Würde ich sagen, klatschen wir die gleich daneben. Ah, kommt sie eben hier hin. Können wir nämlich hier unten die Krähenfüße wegmachen. Zack, die kommen dahin und dann können wir die Kriegsakademie dahin klatschen. Von daher ist sie wieder am Straßennetz angeschlossen. Ist alles wieder Bombe. Jo, jetzt haben wir auch keine Bewohner mehr, die uns helfen können. Außerdem haben wir nicht mehr allzu viel Materialien. Von daher würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Arbeite an deinem Wunder. Okay, das haben wir gemacht. Was haben wir hier? Uff, ja, nö, haben wir keine dabei. Das Wunder können wir natürlich weiter ausbauen. Da brauchen wir aber noch, wie gesagt, 4 Bewohner, die uns helfen. Jetzt bauen wir hier erstmal aus. Von daher fällt es erstmal flach. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir wieder durch mit Dominations. Wir sind in der Antike. Unser Stadtzentrum, da seht ihr immer, dass es in der Antike ist. Hier müssen wir auf jeden Fall unseren Katapult später noch verbessern. Ist natürlich extrem teuer. Von daher müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.